Moin Luis, am Samstag geht's endlich wieder los. Nach 2 Monaten Pause rollt der Ball in der zweiten Bundesliga. Bist du genauso heiß wie wir auf den Saisonstart? Ja, freut mich erstmal, dass ihr auch heiß seid. Wir sind auf jeden Fall heiß, kann endlich wieder losgehen. Ist nur was anderes. Also sonst hat man immer so 6-7 Wochen Vorbereitung gehabt. Ist deutlich kürzer. Aber wir haben gut gearbeitet, hatten ein tolles Trainingslager, gute, lehrreiche Testspiele. Aber wie gesagt, Punktspiel ist immer ganz anders. Fahren wir hin, es kribbelt, ist gut, es soll auch kribbeln. Hoffentlich ein volles Stadion haben da auswärts und wollen natürlich dann auch den ersten Dreier landen. Du hast das Trainingslager eben schon angesprochen. Nimm uns mal so ein bisschen mit durch die letzten Wochen der Vorbereitung. Wie ist die Stimmung bei euch in der Mannschaft? Sehr, sehr gut. Ich meine, ihr wart ja auch dabei. Oder zumindest du auch, mittendrin stand nur dabei. Die Stimmung ist sehr, sehr gut. Die Truppe macht richtig Spaß, auch abseits des Platzes. Man kommt gerne hier hin, man trifft sich gerne vor dem Training. Aber auch auf dem Platz, muss man ehrlich sagen, haben wir echt gut konzentriert gearbeitet, haben die Dinge klar analysiert, die wir letztes Jahr nicht so gut gemacht haben, aber auch Dinge, die wir gut gemacht haben. Und deswegen haben wir da auch stark daran gefeilt. Vor allen Dingen, was sehr wichtig für uns ist, mehr Tore schießen, Spiele einfach killen. Ballbesitz, Spieleröffnung, das sind alles Dinge, die wir gefeilt haben, die man in Testspielen auch sehr gut erkennen konnte. Wie gesagt, da muss man nur noch schauen, dass wir Effizienz reinbekommen. Du bist ja im letzten Jahr erst spät hierher gekommen, warst erst Mitte August da waren die ersten 3 Spieltage schon gespielt. Jetzt konntest du mal so deine erste Sommervorbereitung hier mitmachen. Wie wichtig ist das auch für dich mit Blick auf den Rest der Saison, so hinten raus, wenn man jetzt eine ganze Vorbereitung mitmachen konnte? Das ist für mich ein Fundament, das ist das Wichtigste. Wie beim Hausbau, du brauchst erstmal ein Fundament, um dann weiter arbeiten zu können. Das hat mir letztes Jahr leider Gottes gefehlt, da kannst du dich alleine so gut vorbereiten, wie du willst. Es ist was ganz anderes, als wenn du tagtäglich mit der Mannschaft trainierst und das in die Beine reinbekommst. Ich merke diese Fitness jetzt auch, die tut mir gut, weil man da auch richtig up to speed kommt und hoffe, dass mich dieses Fundament auch dann weitertragen kann für die ganze Saison, dass ich fit bleibe, der Mannschaft auch helfen kann und ja, wie gesagt, den besten Fußball spielen kann, der in mir steckt und der ist immer, wenn ich halt zu 100% fit bin. Stichwort der Mannschaft helfen, du gehst jetzt als neuer Vizekapitän in deine zweite Saison hier bei den Störchen. Inwiefern verändert das vielleicht auch nochmal deine Rolle innerhalb des Teams? Ich habe die Rolle von Anfang an angenommen, dass du klar mit anpacken musst, Führung übernehmen musst, ob du jetzt die Binde hast, ob du dabei bist oder nicht, es ist egal. Wichtig ist den Input, den man reinbringt, gerade wenn man auch Erfahrung hat. Das habe ich in der Vergangenheit früher auch gerade als junger Spieler auch immer mitnehmen können oder lernen können, auch von den Erfahrenen, dass sie vorweggehen. Gerade wichtigste ist auch am Platz mit der Leistung, aber dann aber auch intern Ansprechpartner ist, Dinge mit anpackt, offenes Ohr hat, die Dinge. Und das Wichtigste ist einfach Vorbild sein, vorweggehen und klar hat es mich mega geehrt, auch gerade vom Trainerteam, dass sie mich da auch zu bestimmt haben. Deswegen will ich dem Howie so gut es geht, jeden Tag helfen, dass wir das Schiff immer in die richtige Richtung lenken und dass wir Erfolg haben. Das Schiff nimmt jetzt erstmal Kurs in Richtung Fürth, da erwartet euch Greuther Fürth, ein Bundesliga-Absteiger. Sie haben jetzt einen neuen Cheftrainer, sind wahrscheinlich auch sehr schwer auszurechnen. Was für ein Gegner kommt da auf uns zu? Ja, immer noch eine sehr gute Qualität. Wir sind jetzt runtergekommen, haben den Kader aber auch noch sehr gut behalten können. Es sind noch Qualitätsspieler drin, neuen Trainer. Von daher, klar, es wird eine Wundertüte sein. Aber es ist ein Spiel, was vor ausverkauftem Haus, im warmes Wetter, die werden sich freuen. Es ist der erste Spieltag. Das ist für uns die Challenge und aber auch eine geile Aufgabe, dorthin zu fahren, direkt einen Nadelstich zu setzen. Das Spiel gewinnen zu wollen, gallig zu sein, bissig zu sein, eine gute Energie um Platz zu haben. Das wollen wir von Anfang an erzeugen, weil ja, wir haben sehr gut gearbeitet. Wir haben intern viele Dinge besprochen, die wollen wir jetzt auch umsetzen. Und auf dem Platz liegt die Wahrheit und hoffentlich dann auch ab 13 Uhr am Samstag. Ja, deine persönliche Bilanz gegen das Kleeblatt ist bisher makellos. In 5 Spielen gab es für dich 3 Siege, 2 Unentschieden, keine Niederlage. Du hast sogar schon mal ein Tor gemacht. Das heißt, wenn du am Samstag auf dem Platz stehst, kann eigentlich nichts mehr schief gehen, oder? Dein Wort in Gottes Ohren. Hört sich sehr gut an. Ich erinnere mich an den vorletzten Besuch, da habe ich ja mit Schalke, glaube ich, da getroffen. Da haben wir, glaube ich, auch 3-0 gewonnen oder so. Und hätte nichts dagegen, wenn es genauso wäre. Nehmen wir so mit. Viel Erfolg für Samstag. Dankeschön.